Ja, Freunde, letztes Mal habe ich mit dem Typen hier gesprochen und ja, das war eine sehr lange Unterhaltung. So, und jetzt muss ich mal hier gucken. Was war los? Na, auf jeden Fall, ja, ich muss da Beweise finden, ne? Ich muss jetzt mal gucken, wo vielleicht noch was sein könnte. Hoch ein Behälter öffnen. Alles nehmen. Okay. Reparaturdaten. Ja, hier. Bei dem war ich ja schon mal. Ja, da geht's runter. Ups. Okay. Kommandozentral. Was, wenn Sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Quaros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anpassungsfähig, wie unsere Expedition beweist. Wo geht's denn hier jetzt noch runter? Ne, hier nicht. Geht es hier irgendwo noch runter? Milizbüro, nein, nein. Warte mal, das bewegt sich ja. Jetzt zeigt das wieder den Pfeil runter. Wieso zeigt das den Pfeil runter? Verstehe nicht. Hä? Nee, da geht er auch nicht runter. Aber hier geht's runter. Cora? Hey, alles okay? Die haben sie ziemlich in die Mangel genommen. Und Addison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Ja, Addison war schwierig. Ihre Reaktion ist verständlich. Ich komme damit klar. Oder wer von Ihnen war Addison? Nö, ich nehme das, was gerade da so grünlich-bläulich ist. Ihre Reaktion ist verständlich. Klar. Warum nicht? Der Mann erwartet und nicht mich. Sie weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn ich scheitere, sind wir... Sie werden nicht scheitern. Hoffen wir es. Sie werden nicht scheitern. Punkt. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn Sie schon dort sind, sollten Sie vielleicht auch nochmal nach Ihrem Bruder sehen. Okay. Karte. Habe ich den Punkt dahin gemacht? Ja, den B-Punkt gesetzt, aber gut. Ich soll mal nach meinem Bruder sehen, naja. Ja, dann fahre ich mal.
Oh, ab vorne sind wir da. Alles klar. Mal gucken, was haben wir hier für eine Karte. Nochmal. Aha. Bum, 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 bum. Ein besserer Anfang. Ich mach da mal einen Punkt. So ein Weg-Dings, ne? Auf der Hyperia mit Sam sprechen. Ja, ja. Aber wir haben da einen Weg. Und wir haben da einen Weg. Sam. Aber Sam ist doch, ich will mal sagen, diese, was ich da am Arm hatte, oder nicht? Die Maschine da, dieser, wo man was mit untersuchen kann. Pistole? Höllenfasern, okay. Oder Höllenfasern. La, la, di, la, di, ho. Oh, doch einmal rum. Na gut. Lani, hallo Lani. Pathfinder, schön Sie zu sehen. Es heißt, auf der Station hätte es Probleme gegeben. Es wird besser werden. Wo haben Sie denn, wo haben Sie das denn gehört? Wir sind doch gerade erst angekommen. Wieso wissen Sie schon davon? Sowas spricht sich eben rum. Aha. Ach, tatsächlich? Die Leute reden mit mir. Naja, wie auch immer. Sobald wir ein paar Außenposten errichtet haben, wird sich alles klären. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wird es. Warum sind Sie hier? Wie finden Sie es hier? Wie sehen Sie das alles hier? Mit Hoffnung. Ich weiß, das ist eine verklärte Sichtweise. Aber muss ja irgendjemand weiterhin positiv denken, oder? Warum sind Sie hier? Wieso haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Ah, die am häufigsten gestellte Frage auf der Station. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie von diesem Projekt erfahren, wenn Nozomi mich nicht kontaktiert hätte. Nozomi? Captain da? Von allen Captains, für die ich bisher geflogen bin, ist sie die Beste. Ach. Ich war im Grunde schon immer eine Entdeckerin. Und als sie mich bat, ihre Pilotin zu werden, wie hätte ich mir das Abenteuer meines Lebens entgehen lassen können? Ja. Was ist mit ihrer Familie? Ich bin eine Waise. Meine Eltern starben vor Jahren, als die Mindoir-Kolonie angegriffen wurde. Und ich habe auch keine Geschwister. Natürlich habe ich einige Freunde und entfernte Verwandte zurückgelassen. Aber ich habe auch hier Freunde. Ich liebe das Fliegen. Aber mir gefällt die Vorstellung, irgendwann zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Und wie meine Eltern auf einem Feld zu arbeiten. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Viel Glück. Ah, da hinten müssen wir hin. Es wird gespeichert. Das ist toll. Also Leute. So, Bill nutzen. Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ja. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Mhm. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssten etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Erlik nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten.
Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten, ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Was soll man da jetzt antworten? Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Was für ein Satz. Aber du bist nur ein Computer. Trotzdem habe ich das Sagen. Genau, machen wir es mal so. Oder wird es wehtun? Mit Sicherheit nicht, ne? Aber wir können ja mal fragen, ob das wehtut. Okay, verstehe. Aber es tut doch nicht weh, oder? Der einzige Schmerz wird durch das Leben verursacht. Wie ich festgestellt habe, kann er eine wichtige Lektion sein. Die ich mir allerdings gerne ersparen würde. Also, wie geht's jetzt weiter? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Und wo sind die Quartiere oder das Quartier von meinem Vater? Da war ich ja, glaube ich, noch gar nicht drin. So, und was soll das jetzt hier? Pathfinder, Profil, Soldat. Mit Profilen kann Sam Ryders Implantat umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie X, um es zu aktivieren. Ah ja, wir können Soldat sein. Soldaten sind reine Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder besser geeignet, wenn es darauf geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Dieses Profil optimiert Ryders Körper und Geist zur überlegenen Meisterschaft ihrer Panzerung und Waffen. Für Soldat Rang 2. Da haben wir im Moment dann wohl plus 10% Waffenschaden, plus 10% Waffenpräzision, plus 2 Schadenswiderstand und plus 10 Waffenmagazinkapazität. Oder wir können Techniker. Ne, ist gesperrt, alles klar. Das ist gesperrt. Gesperrt. Dafür brauchen wir jeweils 3 Fähigkeitspunkte. Okay. Dann Soldat. Profil wählen. Alles klar. Investieren Sie im Kampf Techniken. Investieren Sie in Kampf Tech und Bio. Biotik, ah ja. Fähigkeiten und mächtigere Profile mit verschiedenen Stilfreiheit. Ah ja, drücken Sie zum Beenden. Oh, alles klar. Na dann. Okay. Zu Ihrem Schiff.
Aha, neu. Familiengeheimnisse der Riders. Ein besserer Anfang. Okay, ich speichere das mal eben. Das geht ja zum Glück. So. Dann mache ich hier erstmal eine kleine Pause, liebe Freunde. Hör mit dieser Folge auf und fang dann nächstes Mal mit einer anderen wieder an. Alles klar. Bis dahin, mach's gut und bye bye.